Hallo, ich bin Timo Reichert von der Teilstall Apotheke. Heute würde ich ein klein wenig über das Thema Allergie erzählen. Ein aktuelles Thema, was durchaus viele betrifft. Leider ein Thema, was für viele nicht so angenehm ist. Viele haben dann irgendwie Augenbrennen, Nase verstopft, Niesen. Das sind so die leichteren Symptome. Kann natürlich dann wirklich auch ein bisschen dramatischer sein, bis zur Luftnot bei vielen oder Hautausschläge. Insofern keine schöne Sache, aber man kann auch ein wenig was machen. Vom Thema Allergie her, grundsätzlich gibt es natürlich viele medikamentöse Möglichkeiten, da einzugreifen. Aber in erster Linie sollte man vielleicht erstmal schauen, dass man bei sowas vielleicht möglichst die Allergene fernhält. Ist natürlich nicht immer einfach, aber wenn es zum Beispiel Tierhaarallergien sind, kann man natürlich schon schauen, dass man jetzt vielleicht nicht gerade irgendwo eine Katze in der Nähe hat, wenn man jetzt eine Katzenhaarallergie hat. Bei Pollen sieht es schon ein bisschen anders aus, da wird es ein bisschen schwieriger. Ansonsten bestehen natürlich Möglichkeiten in ganz einfacher Form, dass man zum Beispiel schon mal die Schleimhäute etwas befeuchtet, zum Beispiel mit Nasensprays oder auch den Hals mit irgendwas lutschen. Viel trinken, das ist ganz wichtig. Und für Menschen, die nachts sehr große Probleme haben, gibt es durchaus auch Filtersysteme für die Raumluft. Das heißt, es gibt Filteranlagen, die einfach die Raumluft einmal durchfiltern, bevor man dann schlafen geht. Erleichtert zumindest schon mal enorm bei vielen. Ansonsten, wenn das alles nicht reicht und man trotzdem Symptome hat, besteht natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel bei einer verstopften Nase, grundsätzlich erstmal Nasensprays anzuwenden, die etwas schneller wirken vielleicht. Das sind zum Beispiel acelastinhaltige. Ja, das wäre zum Beispiel so etwas, was relativ schnell wirkt und die Nase einfach ein bisschen beruhigt und da etwas frei macht. Alternativ gibt es auch ältere Wirkstoffe, die man sehr regelmäßig nehmen muss, wie Chromoglyzinsäure. Die werden aber dann tatsächlich viermal täglich genommen, damit die richtig wirken. Im Bereich von Tabletten besteht natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt mehrere Symptome hat, wie Nase zu, Halskratzen, Augenbrennen, gleich vielleicht auch auf eine Tablette zu gehen. Das sind dann in ältester Form sowas wie Fenistil, was sehr, sehr müde macht, bis hin zu Cetirizin. Das wäre dann sowas Klassisches eigentlich, was man einsetzen kann, auch etwas müde machender Effekt. Aber wenn man sie abends nimmt, dann ist das eigentlich recht unproblematisch. Neuere Wirkstoffe wären dann Loratadin zum Beispiel, Desloratadin oder auch das Bilastin, was relativ neu ist, gerade im Eigenbedarf jetzt, sage ich mal, oder in Eigenmedikation. Augentropfen wären noch eine andere Option für Menschen, die jetzt sehr viel Augenbrennen haben. Könnte man durchaus Sachen nehmen, die einfach relativ schnell auch funktionieren. Das sind Dinge, die jetzt innerhalb von wenigen Minuten ein bisschen lindern. Wenn die Symptome natürlich noch stärker werden oder sehr starke Schwellungen auftreten sollte, dann müsste man auf jeden Fall einen Arzt kontaktieren. Insbesondere dann, wenn natürlich Atemnot oder wirklich Schwellungen im Halsbereich auftreten, dann bitte immer sofort den Arzt kontaktieren. Ja, ich hoffe, dass dieser kleine Überblick ein wenig Übersicht geschaffen hat und hoffe, dass alle möglichst allergiefrei durch die Saison kommen.